Guido Pfosi, ich bin der U20 Elite Head Coach der Junioren vom EHC Biel. Im Verlauf dieser Saison bin ich eigentlich sehr zufrieden. Ich muss sagen, am Anfang hatte ich ein bisschen Angst, weil wir eine sehr junge Mannschaft haben. Aber die Spieler, die aufgekommen sind, haben sich sehr gut integriert. Wir haben bis jetzt 20 Matches, wir haben 37 Punkte, sind auf dem dritten Tabellenrang. Und auch die Spielart und Weise, wie wir spielen, gefällt mir sehr gut. Es gibt sicher immer Sachen zu verbessern. Im Moment, was mir nicht so gefällt, ist Powerplay, ist der Abschluss. Wir haben sehr viele Chancen, aber wir machen wenig Goal. Aber dort sind wir jetzt dran arbeiten. Wir sind ja drei Trainer bei der U20 Elite. Ich bin eigentlich über das Grosse und Ganze, über alles ein bisschen zuständig. Der Jordi Rozin ist zuständig für Sofais und für Verteidiger, wenn er im Match ist. Und der Mathieu Fleury ist zuständig für die Verteidiger. Und bei der Aufteilung im Match ist es so, dass ich die Stürmer habe und der, der von Ihnen zwei da ist, hat eben die Verteidiger.